Hi, heute kriegst du von mir einen Auftrag. Und zwar den Auftrag, das, was du gerade selbst brauchst. Und ich weiß, ganz, ganz viele von euch brauchen das jetzt gerade mehr denn je. Das, was du gerade selbst brauchst, dass du das gibst an andere. Und damit meine ich, wenn du gerade ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit brauchst, dann sei du derjenige oder diejenige, die das jetzt heute und morgen und übermorgen, aber heute, beginnend mit heute, an die um dich herum weitergibt. Sei du ein stabilisierender Faktor im Leben eines anderen Menschen. Wenn du gerade Hoffnung brauchst in dieser Situation, in der wir sind, dann sei du diejenige, die Hoffnung gibt. Jemandem, der sie braucht oder der sie vielleicht sogar gerade noch mehr braucht als du. Es ist so wichtig und das ist gerade mir ein großes Anliegen, dass wir unsere Tatkraft und unsere Energie dafür einsetzen, für das, was wir selbst brauchen und für das, was wir erleben wollen. Denn sonst kommen wir nicht aus dem Kreislauf heraus des immer wieder das gleiche Erleben, des immer wieder gleichen Erlebens. Ach, ihr wisst. Es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass wir heute und nur heute einen Unterschied machen können und den Weg in die Richtung lenken können, in die wir das wollen, für uns und für andere. Und deshalb ist dieser Auftrag und diese Aufgabe heute. Bitte nimm es an und guck, wie du dich heute Abend fühlst. Sei du die Stabilität für die anderen oder jemand anderen heute. Sei du die Hoffnung für jemanden heute. Wenn du dich nach Liebe sehnst, dann verschenke deine Liebe heute. An wen oder was auch immer. Sei kreativ. Finde etwas, das du heute lieben kannst. Gebt das, was ihr selber braucht. Und wenn ihr sagt, muss ich es denn nicht selber haben, um es zu geben? Wir haben es alle in uns sowieso. Wir blockieren das nur aus unserem Erleben durch unterschiedliche Mechanismen, ja, durch unsere Glaubenssätze, durch unsere Muster, durch unsere Programmierungen, durch unseren Verstand, durch unser Ego. Es ist sowieso schon in uns. Das heißt, wenn ich dich bitte, etwas zu verschenken, zum Beispiel Hoffnung, ja, im Augenblick, Zuversicht, ja, Zuversicht, positive Energie, ja, Zuversicht. Und du hast das Gefühl, aber ich habe doch gerade selber keine. Du in deinem Ego vielleicht nicht. Und in deiner Ich-Identifikation. Aber du auf deinem höheren Selbstlevel, du hast alle Zuversicht, denn du bist die Zuversicht. Es ist nicht mal etwas, das wir dann haben, es ist etwas, das wir sind. Das heißt, wir haben unendlich viel davon. Das heißt, der Schritt für dich ist zu sagen, okay, dann verbinde ich mich jetzt heute mit meinem Level des höheren Selbst, mit meinem höheren Selbst, ich begebe mich auf diese Ebene, das heißt, ich sehe mich nicht als Konrad, der versucht, Hoffnung zu haben, sondern ich als Seele, ich als höheres Selbst, stelle Konrad die unendliche Menge, das Meer an Zuversicht zur Verfügung, das da ruht, das da ist, das schon vorhanden ist. Und Konrad kriegt jetzt diese Zuversicht, um sie weiterzugeben. Um sie weiterzugeben. Denn ich habe ganz klar den Impuls erhalten. Wir Menschen müssen realisieren, dass wir immer, immer, immer kreieren und manifestieren. Ja, habt ihr mich schon oft sagen hören auch. Ist auch nichts Neues. Aber
weil wir es immer wieder vergessen und weil wir dann auch so fixiert sind auf unser Erleben. Also ich erlebe gerade alles dunkel, ich erlebe gerade alles düster und so, wie ich es nicht erleben will. Und dann sind wir so fixiert mit diesem Erleben, gehen dann da komplett in Widerstand und beschäftigen uns nur noch mit diesen Dingen, die wir nicht wollen. Und das ist eine ewige Mühle, in der können wir laufen wie die Hamster im Rad. Ja, also das ist endlos. Das ist endlos. Die Antwort oder der Ausweg ist zu sagen, okay, ich realisiere, ich habe bereits alles andere, was ich möchte, was ich erleben möchte und was ich bin, was ich sein möchte, habe ich schon in mir, das bin ich schon. Ich muss nur aus dem Weg gehen, um das wieder erleben zu können, um das wieder sein zu können und um es zu verschenken. Also auch nicht, ich schaue dann, dass es mir gut geht und stopp, sondern ich schaue, dass der andere auch etwas davon hat. Und wenn es schwierig ist, für uns zuversichtlich zu sein, hilft es uns manchmal, vor allem auch so vielen wirklich sehr, sehr liebevollen Seelen da draußen, hilft es ihnen und hilft es uns, dann eben den anderen erstmal zu beschenken, den anderen erstmal in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, okay, dann bin ich jetzt heute mal im Dienste der anderen unterwegs. Ja? Und verschenke, was ich zu verschenken habe, auch wenn es nicht viel ist, wenn ich denke, ich habe nicht viel Hoffnung, ich habe nicht viel Zuversicht, aber vielleicht hast du mehr als der nebendran. Und dann gib das demjenigen. Mach die Welt für jemanden ein bisschen heller heute. Und das können wir alle. Es ist nichts, das unmöglich ist. Das können wir alle. Und indem wir das tun, wird unser eigenes Leben heller. Da wird deine Innenwelt heller, indem du die Intention hast, die Welt eines anderen ein bisschen heller zu machen. Und damit meine ich nicht, dass du diese Welt komplett transformierst, also weder die globale noch die von einem anderen, aber so ein Fünkchen in dessen Dunkelheit reinlässt, ein Fünkchen Licht, völlig, nur weil du das möchtest und nur weil du das kannst. Und damit machen wir nämlich unser eigenes Leben ein bisschen heller. Und je mehr wir Liebe, Freude, Zuversicht, Leichtigkeit, Hoffnung geben, desto mehr wird unser eigenes Leben damit erfüllt. Und das möchte ich dir jetzt mitgeben als Experiment. Probier das doch aus heute, das zu üben, das zu tun und sieh, wie es dir heute Abend geht. Sieh, ob dieser Tag dann anders war als die anderen Tage, wenn du jetzt sagst, ich verbringe gerade ganz viel Zeit in innerer Finsternis und innerer Schwermut und innerer Hoffnungslosigkeit. Ja, dann setzt da an, dass du sagst, okay, vielleicht ist der andere hoffnungslos oder denen geht es genau gleich. Aber anstatt, dass wir jetzt uns darüber unterhalten, wie schlecht es uns geht, bin ich diejenige, die den ersten Schritt macht und stupst den anderen an in Richtung Zuversicht. Denn wir brauchen das Licht jedes Einzelnen. Und das ist jetzt wieder sehr, das Licht. Aber indem wir das tun, indem wir Hoffnung, Liebe, Zuversicht, Ermutigung weitergeben, bewirken wir tatsächlich etwas beim anderen. Wir bewirken was. Auch wenn es der nie sagt, da braucht keiner kommen und sagen, oh danke, du hast mir geholfen, du hast für mich etwas heller gemacht. Das spielt gar keine Rolle, denn diese Energie bewirkt was. Und diese Wirkung ist schon alles, was es braucht. Und jeder Einzelne, der ein bisschen Helligkeit mehr im Tag erfährt, macht alles ein bisschen heller. Denn Licht strahlt natürlich aus. Also lasst uns bewusst Licht sein, lasst uns bewusst, vor allem jetzt, auch wenn es schwer ist, jetzt scheinen, strahlen, geben, verschenken. Das, was wir selber brauchen und das, was die anderen brauchen. Okay? Probiert es aus und sagt mir, wie es funktioniert hat, ob es funktioniert hat. Und wenn es sich gut anfühlt, macht es morgen und übermorgen und nächste Woche gleich weiter. Denn damit machen wir alles ein bisschen heller. Für heute wünsche ich uns einen sonnigen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.